Okay, es sind bis jetzt nur ein Haufen Jäger, die ich zumindest sehe. Bist du gerade in einem Schiff reingebackt? Ja, das war auch mein Gedanke in diesem Moment. Ich wollte nur nichts gesagt haben. Okay. Okay, links sehe ich ein großes Kampfschiff von dir scheinbar. Ja, das Schiff, das ich die ganze Zeit schon mitschleppe. Das, das ich hier eigentlich wissentlich opfer. Zumindest, ich gehe davon aus, dass es draufgehen wird bei der Aktion. Ne, ich drück's mal so rum aus. Okay, hier sind wir nun. Und das sollen wir jetzt zerstören, alles hier? Anfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Von zerstören? Keiner gesprochen. Ja, ich frag, deswegen habe ich nochmal Sicherheitshalber nachgefragt, weil ich nicht mehr sicher war, was wir mit dem Ding hier, also mit der Station, nochmal anfangen sollen. Das war eine richtig beschissene Idee. Ja. Jetzt gibt's was zu hören, hoffe ich. Oder auch nicht so viel. Aber das Problem ist, hier sind so viele rote Schiffe, die werden sich automatisch alle auf mich stürzen. Das heißt, ich werde so oder so entweder fliehen oder kämpfen müssen. Angriffsflotte. Es wäre sicherlich eine gute Idee, wenn sie sich zurückhalten würden. Alles klar. Auf geht's. Wir brauchen Jägerunterstützung. Beschütze Herz von Albion Aravan. Na gut. Ich weiß nicht, ob ich die 5 Schiffe da beschützen möchte oder ob ich mich eher von ihnen beschützen lassen möchte. Wahnsinn. Das ist natürlich auch genial. Schickt sie quasi mit einem Feind rein und dann... Also der Typ hängt mit der Story. Schickt quasi mit einem Feind rein und merkt, oh, ich glaube, wir brauchen Unterstützung. Da war ja was. Ja, Jägerunterstützung war, weil ein Großkampfschiff gegen Jäger antreten ist immer eine scheiß Idee. Ja? Das Schiff, was du da gerade beschützen sollst, also... Das sind 4. Oder 4. Großkampfschiffe. Ist Jägerunterstützung insofern, weil ich soll die Jäger quasi fernhalten. Wohlgemerkt, die können sich ganz gut selber verteidigen. Also von daher... Kannst du auch die Schiffe auch einen Techniker hinschicken, wenn es eins zu stark beschädigt ist? Nicht bei denen. Nur bei dir, oder? Bei deinen eigenen. Nur bei meinen eigenen. Und die haben, meine Schiffe haben alle einen Kapitän, einen Techniker und einen Verteidigungsoffizier. Dem Zivilistenkonvoi wurde der Befehl gegeben, loszufliegen. Es ist Zeit, sich aufzustellen. Sie alle haben ihre Befehle, also los geht's. Viel Glück. Sag mal, versucht hier einer mit... Schiffe werden vom Zivilistenkonvoi springen. Wir können per Anhalter fahren. Okay, wir fahren per Anhalter. Obwohl ich meinen eigenen Anhalter hätte, aber... Hier versucht einer mit kaum Waffenenergie meine Schilde zu durchdringen. Ist der dämlich. Weil wenn ich jetzt gleich an die Aravan hier andocke, dann hat... Spätestens dann kann er meine Schilde auch vergessen, dass er sie down kriegt. Wie meinst du per Anhalter? Ich docke an und der nimmt mich mit. Per Anhalter. Ach so. Der benutzt seinen Sprungantrieb, um wohin zu kommen. Ich fliege per Anhalter mit, indem ich andocke. Ja, jetzt sehe ich das. Jetzt sehe ich das erst. Das heißt, wir können jetzt quasi von innen das schöne Schauspiel betrachten. Nö, viel haben wir nicht mehr gesehen. Der ist innerhalb von 10 Sekunden gesprungen und jetzt nach dem Sprung leckt es mal, wie immer. Wie sehr oft nach einem Sprung. Dauert jetzt einen kleinen Moment und dann läuft es hoffentlich wieder halbwegs vernünftig flüssig. Ich habe mir das jetzt gerade irgendwie ein bisschen spektakulärer vorgestellt, muss ich gestehen. Ganz ehrlich, bei mir privat war es auch etwas spektakulärer. Da hatte ich wirklich die Arschkarte und hatte wirklich zu ackern. Mit anderen Worten, wir hatten jetzt entweder verdammt Glück oder die KI war scheiße dämlich. Eins von beiden, ja. Aber auch die KI war scheiße dämlich ist auf, wir hatten scheiße Glück zurückzuführen. Sie haben sich weniger auf uns gestürzt als auf die anderen. Weil es hat genau einer angegriffen und nicht mal der hat ja ewig gebraucht, um die Schilde überhaupt mal ein bisschen anzukratzen. Ja.
wenn man ewig braucht, um die Schilde überhaupt ein bisschen anzukratzen, ne? Dann spricht das für die Stärke der Waffe. System. Übertrage neue Koordinaten an uns folgende Schiffe. Oh, jetzt darf ich den nächsten Zerstörer runternehmen. Das erste, was ich mache, ist in diesem Fall den Hangar auseinandernehmen. Ich sehe nur, wie du gerade einen Sprung vorbeifliegst. Willst du dein anderes Schiff nicht mal vielleicht wieder zurückpfeifen? Das fliegt mir doch selbstständig hinterher. Ach so. Ich warte jetzt quasi nur drauf, dass es irgendwie selbstständig kommt. Also, sagen wir so, ich hoffe, dass es irgendwie selbstständig kommt. Ich glaube, das habe ich ja schon mal gefragt, aber ich frage dich nochmal, kriegst du so eine Art Verlustmeldung, so nach Motto, Terran ist verloren oder sowas? Automatisch oder kriegst du das irgendwie oder musst du das selber herausfinden? Ja, also sagen wir so, früher hat man sowas automatisch bekommen, zumindest durch die Meldung, wie Schiff wird angegriffen. Inzwischen weiß ich nicht so recht, ob ich sagen muss, verloren oder nicht. Da muss ich jetzt ja auch mal eine witzige Story in dem Zusammenhang mit aus der Zeit, wo ich jetzt halt hier die ganzen Schiffe geändert habe, erzählen. Ich hatte die Schiffe geändert, ne? Und hatte, glaube ich, so um die... Ja, also ich hatte 4 Stück und habe irgendwas gemacht, ne? Und auf einmal hatte ich nur noch... war dann in einem anderen Sektor und auf einmal hatte ich nur noch 2 davon diesen Schiffen, die ich geändert hatte. Ne? Da habe ich mir dann natürlich Sorgen gemacht. Das ist schief gegangen. So, also erstmal gespeichert, weil ich habe ja gelesen, dass es so einen Bug gibt, dass die manchmal einfach verschwinden, irgendeine KI-Aufgabe ausführen, die noch von vor dem Entern übrig ist und dann auf einmal wieder in der Schiffsliste auftauchen, ne? Wollte das ausprobieren und als ich das Spiel geladen habe, um es wieder auszuprobieren, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, keine Zeit und keinen Bock hatte, das zu machen, da eine Stunde warten oder 2, habe ich gesagt, probierst du es mal ein anderes Mal. Hab also gespeichert, bin raus, bla bla. 3 Tage später mache ich das Spiel an. Was ist? Alles da. Ich habe nur das Spiel gespeichert, neu geladen. Alles war wieder da. Oh, nicht schlecht. Wenn ich mir vorstelle, so 4 Schiffe zu entern und dann festzustellen, Alter, wo sind die jetzt auf einmal alle hin? Ja, ne? Dann vielleicht so... Und dann mich übelst ärger. Und dann sage ich jetzt mal, Speicher aufmach. Und hab sie plötzlich wieder. Klar, freut man sich in dem Moment, aber auf einen anderen Moment denkt man sich, Alter. Supercharger-Antrieb, Mark 4. Aber solange mein Kaffee nicht plötzlich verschwindet, bin ich glücklich. Ja, also ich hoffe, du weißt, wo dein Kaffee hin ist, wenn er weg ist. Ja. Muss ich mir sowieso mal wieder nachkaufen. Ich bin bekennender Kaffeeholiker. Ich bin schon so gut wie erledigt. Ich am Tag meine, 8 bis 10 Tassen bestimmt. Otto weiß. Kriegst du die meisten davon nicht auf der Arbeit? Ja, das auch. Aber das heißt, du kommst ja nicht mal für den Kaffee auf. Ja, aber wenn wir daheim am Wochenende trinke ich auch ziemlich viel. Ich meine, du hast es ja erlebt, wo ich bei dir war. Ich glaube, wir haben so ziemlich jeden Starbucks mit Starbucks, danke. Ich konnte es gerade aussprechen. Starbucks mitgenommen, den wir so finden konnten. Und glaubt mir, in Berlin gibt es verdammt viele Starbucks. Genug. Am Brandenburger Tor hast du den mitgenommen, den am Hauptbahnhof hast du mitgenommen. Genau. Und das waren jetzt nur die, an die ich mich jetzt erinnere, dass wir vorbeigekommen sind. Ja, Brandenburger Tor. Und dann, wenn man 500 Meter weiter geht, also jetzt nicht Richtung Gehwitzviertel, glaube ich, war das, sondern genau die andere Richtung, Richtung Madame Tussaud. Richtung Alexanderplatz. Richtung Alexanderplatz, genau. Wenn man da dann Richtung Alexanderplatz geht, 500 Meter weiter, kommt dann erstmal das Appelmännchenladen, wo ich eine ziemlich geile Mütze gekauft habe, die ich immer noch feier. Wo er befürchtet, dass man das nächste Mal da ist, für die ganze Firma Massenbestellung aufnehmen muss. Auf jeden Fall. Das wird verdammt viel. Auf jeden Fall, da war auch noch mal eine. Und
Auf Alex, weißt du, auf dem Alex war man, glaube ich, auch, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, du warst immer kurz davor abgebogen. Ich weiß nicht, wir sind am Alex, sind wir dann, glaube ich, im Zug gestiegen, weil ich zur Uni weiter wollte oder irgendwie sowas. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich leider gerade auch nicht, was wir da getrieben haben. Ja. Auf alle Fälle viele Flüchte Fokus gemacht. Also so langsam hoffe ich ja echt, dass meine Taranis um die Ecke gescheißert kommt, ne? Weil dieses Schiff geht mir auf den Zeiger. Mit der Taranis ist es etwas schneller down. Und ich will das Tor bereinigen für die Flüchtlinge. Normalerweise würde ich sagen, wir sind hier auf der Arbeit und nicht auf der Flucht. Aber da wir ja ein Freizeitspielchen spielen, also ein Spiel in unserer Freizeit spielen, weiß ich jetzt gar nicht, was so ein passender Spruch für diese Situation wäre. Ja. Ja, das Problem ist, unser Job ist ja im Prinzip, den Weg für Flüchtlinge frei zu machen. Das ist ja gerade unser Job vom Spiel. Au, die Dinger könnte ich auch platt machen. Das sind die Raketenstarter. Aha. Die sind absolut ungemütlich, diese Hydra-Raketen, die die abfeuern. Diese gelben Schiffe, die ich da gerade gesehen habe, oder? Meinst du die gelben Schiffe? Ach, das sind die Raketenstarter. Okay, gut. Diese beiden Drehtürme da. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber ich freue mich schon. Wenn ich diesmal in Berlin bin, auf alle Fälle will ich mal das Madame Tussauds sehen. Kannst du gerne tun. Ob ich mir das mit antun werde, weiß ich. Auf alle Fälle werde ich nicht mehr die Siegessäule hochgehen, das weiß ich. Ach ja, da war ja was. Da hat er die nächsten paar Tage Probleme. Wer sich zufällig das SimCity-LP angesehen hat, der wird wissen, wovon wir reden. Der weiß, wie ich gejammert habe. Oh, allein wenn ich schon dran denke. Oh. Wo ich aber auch mal unbedingt hin will, ist nach Frankfurt. Eine Stadtreise nach Frankfurt machen. Die Stadt soll anscheinend auch ziemlich, ziemlich schön sein. Was wollt ihr schon mal Frankfurt, oder? Nein. Ich war nur für meinen Führerschein in Magdeburg, um Überlandfahrt und Autobahnen abzuhaken. Ah, okay. Okay. Übrigens, für die Zuschauer kurz Background-Info. Wenn ich euch besuche, es steht ja im Raum, weil wir haben ja noch einen anderen Bekannten, der wohnt in der Nähe von Nürnberg. Was mich Otto. Alter, in der Nähe von Nürnberg, das ist ja schon fast falsch. Ja, fast falsch. Aber geografisch gesehen kann man das quasi sagen, damit man ungefähr weiß, wo es steckt, circa. Ich glaube, in der Nähe von Bayreuth würde auch jeder verstehen. Okay. Oder für alle Bayreuth ist ja für die Festspiele bekannt und inzwischen verhasst, glaube ich. Genau, und für die Let's Player, Bayreuth ist der Ort, wo die Kee wohnt. So. Genau! So, ich glaube, jetzt haben wir geografisch so 80% von YouTube abgedeckt. Nee, Und das Lustige dran ist, da wurde ein Kumpel von mir, den wollte ich auch schon lange mal besuchen. Das Lustige dran ist, inzwischen sind schon zwei da hochgezogen. Das heißt, es würde sich sogar echt jetzt langsam lohnen, da mal hochzufahren, weil da jetzt schon inzwischen drei Leute wohnen, die ich unbedingt mal wieder besuchen will. Siehste? Hast du ja echt einen Anreiz für. Ja, langsam schon. Was sind eigentlich diese gelben Schiffe da? Da und so rumschwören. Ich weiß echt nicht, was für gelbe Schiffe du meinst. Beziehungsweise, oder meinst du von der Lackierung her gelb? Von der Lackierung her gelb. Das sind Jäger von der Plutarch. Okay, weil die haben an der Seite irgendwie wie so eine Art, ich sag jetzt mal so ein U-Boot dran oder sowas. Das schaut voll lustig aus. Ja, aber ich kümmere mich gerade eher um den Zerstörer als um die Jäger. Die Jäger machen die dann danach weg. Aber erst der Zerstörer, weil der hat einfach deutlich mehr Waffen und die Jäger wären meine Schilde einfach mal deutlich besser. Boah, noch 27% Hülle, also ich glaube so langsam. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ist dein Dings schon da, oder?
Oder bin ich da jetzt verguckt? Also sagen wir so, gesehen habe ich sie noch nicht. Ja, ich habe die bis jetzt nur... Ach nee, das war das Sprungtor, was ich gesehen habe. Dieser Balken am Sprungtor. Das sah gerade so aus, als wäre das eine Terranis gewesen. Nein, leider nicht. Schade, dass Luki um diese Uhrzeit, wo wir jetzt aufnehmen, noch nicht mehr wach ist. Oder beziehungsweise wir nehmen meistens Samstagabends immer auf. So kurz bevor ich feiern gehe. Und verständlicherweise hat ist Luki fertig am Samstagabend. Das wäre eigentlich auch mal was, wenn wir das mal zu dritt uns mal hier angucken könnten. Luki, falls du das mal liest. Oder hörst. Vor allem liest in dem Video. Genau. Wenn du das mal hörst, bist herzlich eingeladen, mal mit aufzunehmen und dir das Ganze mal anzunehmen. Das kann er gerne tun. Ich habe kein Problem, auch mit zwei Leuten aufzunehmen. Genau. Alter, ist der den hier Drohnenstarter wieder in Ordnung? Scheiße. So. Geht ja gar nicht. Jetzt sehe ich mir, jetzt ist er wieder im Eimer. Und die Folge, die nennen wir auch noch ganz penetrant Einladung an Ruki. Eiskalt, eiskalt. Genau, damit das auch mitkriegt. Da kenne ich nichts. Damit das auch mal mitkriegt. Kurzschalterantrieb Mark 4. Beschädigt. Ja, toll. Ich weiß, aber wenn ich die Schilddrohne nicht richtig erwischt habe, ist es halt scheiße. So, jetzt habe ich alle Solarjäger in dieses scheiß Schiff reingejagt, die ich noch hatte. Machen wenigstens ordentlich Schaden und sind Zielfolgen. Habe ich wahrscheinlich wieder durch die Waffen durch. Ich wollte durch die. Das sieht mir letzte Zeit öfters, habe ich das Gefühl. Und ja, ich will eigentlich Zeit öfters, dass ich einen getwitchten Ladescreen sehe. Also okay. Nicht den Spiel-Ladescreen, sondern diesen schönen Kreisel. Und ich bin aber noch dafür, dass Twitch den Ladekreisel mit Snake ausstatten, so wie bei YouTube. Damit ich wenigstens irgendwas Sinnvolles tun kann hier. So, jetzt feuere ich mit ungelenkten Raketen auf das Ding. Bei so einem großen Kran, der sich auch kaum bewegen kann, kann man das ja tun. Und selbst diese ungelenkten Raketen, obwohl ungefähr genauso teuer wie die Solarjäger, machen weit weniger Schaden. Bisschen schade. Ich wollte gerade sagen, also ich hätte, wenn dann diesen Nachteil ungelenkt durch mehr Schaden ausgespielt. Denk mal, pack dich ja nicht wieder ins Schiff rein, du weißt, was passiert. Ja, ich habe. Ganz ehrlich, das war das erste Mal, dass ich mich in ein Schiff reingebackt habe. Das kommt davon, weil du in X3 die Flugschule nicht richtig gemacht hast. Alter! In X3, ich habe einmal die Flugschule durchgemacht. Oder auch schon mehrfach. Zwei. Aber nicht fürs Let's Play. Das heißt, das Ding hat genug? Wenn es jetzt noch nicht genug hat, dann hat es ab sofort genug. Ich bin ja eh, wenn wir schon beim Thema Schule sind, ich bin ja eh schon schwer am Überlegen, wie mal so einen Simulator zu geben. So Gabelstapler-Simulator oder sowas. Ihr könnt es aber in die Kommentare schreiben, was ihr davon hält, ob ich das mal machen soll. Au. Ja, wahrscheinlich, ja, au. Ja, au, eher deswegen, weil ich gerade schön durch die Schockwelle durch bin, in nächster Nähe.